willkommen, Freunde, zu einem neuen Vlog. Wir haben heute viel auf dem Plan stehen. 13 Uhr geht es Sparring los. Danach werden wir zum Essen gehen, werden versuchen, zur Massage zu gehen und werden dann später in den Laden gehen. Was für dich? Ich hoffe, dass es nicht allzu hart heute wird, aber ich glaube, es wird ganz schön asozial. Wem gehört der Pulli? Das ist meiner. Okay, ich dachte schon. Ja, meine Frau, hier gibt es Ärger. Christian, wie war deine letzte Woche? War schon gut anstrengend, ey. Diese Nachtsarbeiterei, wenn man es nicht mehr so gewohnt ist, ist schon ein bisschen schwierig. Aber jetzt ist es ja fast schon 2 Wochen her, bin ich jeden Tag im Laden. So, ja, gewöhnt man sich dran. Ist ein bisschen schwer mit morgens aufstehen mit dem Training. Das habe ich jetzt ein bisschen nach zum Abend hinterlegt. Aber Sparring ist halt fest, es ist 13 Uhr und da muss ich hin. So ist es und so muss es gemacht werden. Was würdest du sagen, ist der größte Nachteil an deinem Job, dieser Schlafrhythmus? Ja, das ist eigentlich im Jahr einen Monat lang oder sagen wir 6 Wochen, wo mein Arbeitskollege im Urlaub ist mit der Familie. Von daher, ich kann mir das dann, wie ich schon vorher gesagt habe, teile ich mir das gut ein mit den Kämpfen, dass ich immer, wenn ich in der Kampfvorbereitung bin, meine Ruhe habe. Das tut mir schon sehr gut, so miteinander vereinbaren, dass alles passt. Letzte Woche muss ich sagen, die letzten jetzt 6-7 Tage hatte ich ja noch die Erkältung in mir. Und jetzt ist es heute das erste Sparring nach 2 Wochen. Und das wird schon, denke ich, sehr, sehr hart. Ah, wir können voll ein! He made a good fool of you. Yes. Ja, jetzt geht's zum Sparring, ja. Heute nicht mit Aufzug. Heute sind wir topfit. Heute ist gelaufen. Zum ersten Mal in die Kamera, ja. Nichts. Alles gut. Alles wie gut nichts? Bei dir. Das Leben so langweilig. Das Leben ist immer langweilig. Nein, es ist immer busy. Alle in Vorbereitung, die nächsten Wochen steht sehr, sehr viel an. El Patron. Ja. Servus. Kann er zuschauen? Ja, na, was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Nichts. OnlyFans läuft immer noch ganz gut. Oder was heißt ganz gut? Seit einem Jahr top. Hast du echt OnlyFans? Ja, ich habe OnlyFans. Und? Funktioniert wirklich gut? Funktioniert sehr gut. Ich verdiene mehr, als ich beim Kämpfen verdiene. Und Christian ist mein größter Fan. Er würde es auch gerne machen, aber... Was sind drei wichtige Tipps, die du jedem Neueinsteiger bei OnlyFans geben kannst? Der wichtigste Tipp ist... Das stimmt nicht. Also was heißt gut aussehen? Jeder findet irgendwas anders schön. Einer dick, einer dünn, einer blond, einer schwarz. Wichtigste ist, zeig auf dem Feed nicht zu viel, damit du über die Privatnachrichten am meisten verkaufen kannst. Das ist mein erster Tipp. Mach monatlich nicht zu teuer, weil das schreckt die Leute ab. Und letzter Tipp. Sei jeden Tag online. Danke für die Tipps. Okay, letzte Frage. Was war dein umsatzstärkster Monat? Real Talk jetzt. Real Talk, umsatzstärkster Monat waren 8,5. Wow. 8,5 war der Jünger die Hälfte. Ehrlich? Coach, what do you think about OnlyFans? Who? About OnlyFans. OnlyFans? Ah, you don't know this? I don't know. Okay. Now, you have to introduce me first, what's going on in this... World. No. Was gibt's Neues? Ja, 4. September, UFC Fight Night Las Vegas. Geil, Ariane Lipski wird geköpft. Ich hoffe, wir drücken dir die Daumen. Es wird Blut und geben. Was gibt's sonst noch Neues außerhalb vom Kampfgeschehen? Dass mein Vater ist heute zu Besuch extra aus dem schönen München. Toll. Ja, ansonsten, ich bin jetzt sesshaft geworden in Frankfurt am Main. Echt? Und Frankfurt ist meine zweitliebste Lieblingsstadt geworden. Sag mal Adresse. Traum weiter. Spürst du noch was von der Erkältung? Nee, im Moment geht's. Kein Problem, muss man nicht. Normally we walk up from the bottom to the top to get gold, but this kid, they start already dreaming from gold. I born with gold, Coach. Huh? I born with gold. Don't lie to me, lie to yourself. I'm born with gold. Me not. I start from the bottom, without nothing, that's why I was hungry. Started from the bottom, now we're here. Yes, with nothing, no gloves. I didn't know how gold looked like. Walk harder. Awesome.
Right foot, you have to step in there, put your hips in there, put your shoulder, your elbow in there. Nicht, that's not realistic. Christian, was ist mit Stefan passiert? Wo ist er? Er hat irgendwas hat er, keine Ahnung. Vielleicht so viel mit dem Hund Gassi gegangen und den dreckigen, wie sagt man, wo geht der immer rein? In den Bach geht er, ja? Stefan, aber da. Ja, keine Ahnung. Schade, dass er nicht da ist. Hätte mich gefreut, aber gut. Wer seid ihr denn? Sag mal, wer bist du? Ahmed. Was suchst du hier? Ein bisschen zuschauen. Echt? Einfach spontan gekommen? Ja, nein, ich hatte gerade Training. Trainierst du hier auch? Was machst du hier? Was ist dein Vorhaben? Auch MMA mit denen. Mal Tricks abgucken? Normal, immer. Christian abschauen. Bei Christian? Christian abschauen, ja Mann, der beste Kämpfer Deutschlands. Und, glücklich? Super glücklich. Ich tue mich wie jeden beschissenen Tag. Und du? Ich wollte mich gestern töten, aber heute habe ich mich wieder lieb. Okay, herzlichen Dank. Ist zu Ende jetzt. Der harte Teil für heute ist geschafft. Jetzt gehen wir schnell duschen, dann gehen wir was essen. Leider mit Stefan, das Reaktionsvideo wird leider heute nicht klappen. Aber mal gucken, vielleicht kommt jetzt noch irgendeiner reingelaufen. Ja, und dann hoffe ich, dass wir heute die Massage schaffen. Das wäre super. Bis gleich. Stefan, weißt du, wo wir auch hingehen können? Wir können auch zu dem von meinem Kollegen, wo ich eigentlich immer essen gehe. Ja. Ja, gehen wir da hin. Soll ich dich mitnehmen oder wie machen wir es? Ja, komm, ich bin raus. Ich bin hier, ich bin von früher raus jetzt. Ich hab mal hier rein. Geht das so? Ja, geht das? Geht das, Mann. Ich hab kurze Beine. Ja, stimmt. Stefan hat bei McDonald's gearbeitet. Soll man die Story erzählen? Früher bei McDonald's, da ging es doch ab. Da wurde umetikettiert und alles. Wenn der Salat nicht mehr haltbar war, wurde haltbar gemacht. Und die Petra, die meine Chefin war, die hat zweimal eine Kanone am Kopf gehabt, Mann. Wenn jemand mit einem Kapuzenpulli reinkam, dann hat die direkt einen Flattermann bekommen. Frau am Steuer, ungeheuer. Ich wollte gerade sagen, diese SCH-Fahrradfahrer, aber hier ist Fahrradfahrer Nummer 1, da müssten Sie aufpassen. Nichts gegen Fahrradfahrer. Fahrradfahren ist gesund, Mann. Wo warst du heute beim Training? Wir haben dich vermisst. Ich konnte heute nicht trainieren, ich hatte gesundheitliche Probleme, aber morgen bin ich wieder fit. Gut, jedes Mal dieses Gemüse hier oben drauf, ne? Ja? Jedes Mal diese. Gib mal her, Gemüse, gib her, was ist das Gemüse, Mann? Diese Phytonährstoffe. Guten Appetit. Ja, musst du essen, Phytonährstoffe. Lass sie schmecken. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Komm, erzähl, was geht. Wie lange machst du das schon? Bitte? Wie lange machst du das schon? Ich, das hier? Ich muss dir jetzt ein paar Fragen stellen. Ach so, ich will dir ein paar Fragen. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Was geht in Frankfurt? Frankfurt geht, lebt, Frankfurt lebt, Bruder. Frankfurt lebt. Wie läuft Musik? Bist du happy? Es läuft momentan schleppend, aber wir müssen immer nachladen. Ich habe gerade gut nachgeladen.
Zeig dir mal gleich was, Bruder. Zeig mir mal. Wir kommen gerade aus. Und danach ein Training mit aus der Versenkung. Christian im MMA. Oh, es wird sehr schwer für Christian. Heute ja. Ich kann nicht mehr. Heute ist deine einzige Chance. Niemals. Wenn dann heute. Ich gehe mit dem Trainer, wenn er einen Song mit mir macht. Ich mache einen, normaler. Was denkst du denn? Wenn wir doch gerade dabei sind, Smolik hat auch mal, haben wir doch vorhin gesehen, Smolik hat auch ein Video gemacht. Ach, ich mach's halt mit richtigen Rappern, verstehst du? Mit so Kindern. Nenn es Frankfurt's Finest oder so. Oder komm in den Octagon. Ich hab Bock auf den Kuchen. Dieser Kuchen. Soll aber auch Lava sein. Lava? Geh mal so einen Querschuss und geh Richtung Offenbach. Guten Appetit. Danke. Ein geiler Typ. Ja, oh, wir haben uns verdient, mal zum Massagetermin zu gehen, ey. Ich freue mich auch richtig. Ich sag dir, kann ich eine halbe Stunde schön ausruhen oder eine Stunde, wie lange ich gehe, keine Ahnung. Jo, Leute, das war ein langer Tag heute. Wir sind zum Ende gekommen. Die Massage war super. Leider konnten wir sie nicht filmen. Wir gehen jetzt in den Laden, drehen schon die erste Clubfolge und seid gespannt drauf. Bis bald. Danke. Hi.